Das sind die Themen. Islamistischer Anschlag in Mannheim. Michael Stürzenberger niedergestochen. Attentäter vernehmungsunfähig. Polizist schwebt in Lebensgefahr. Und die Wahrheit über den Islam. Auch Mohammed ließ seine Kritiker töten. Und damit Shalom und herzlich willkommen zu den Inside News. In Mannheim gab es, wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, einen islamistischen Anschlag auf Michael Stürzenberger und seine Crew, bei dem auch ein Polizist lebensbedrohlich verletzt worden ist. Und um das Ganze nochmal kompakt zusammenzufassen, schauen wir uns einen Artikel an vom 31. Mai. Da heißt es: Islamkritiker Stürzenberger in Mannheim niedergestochen. Bei einem Messerangriff in Mannheim werden 3 Menschen verletzt, unter ihnen ein Polizist. Er schwebt in Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von Polizeikräften niedergeschossen. Einer der Verletzten ist der Islamkritiker Michael Stürzenberger. Der Angriff geschah, bevor die Veranstaltung überhaupt losging. Und einige von euch haben wahrscheinlich auch das Video gesehen, bei dem auch Michael Stürzenberger angegriffen wurde mit einem großen Kampfmesser. Und auch ein Polizist wurde in den Hals niedergestochen. Und da sehen wir mal wieder, was ein einzelner afghanischer Flüchtling, und um den handelt es sich ja, was er auslösen kann. Und natürlich gab es jetzt wieder Beileidsbekundungen von Olaf Scholz, von allen Politikern. Aber wir müssen natürlich klar feststellen, dass dieser Attentäter, der auf Michael Stürzenberger losgegangen ist, von einem Polizisten niedergeschossen wurde, der selbst Moslem war. Deswegen dürfen wir natürlich nicht alle Muslime über einen Kamm scheren. Aber es ist natürlich klar, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber die meisten Terroristen sind nun mal dem Islam zugehörig. Und es wird Zeit, dies auch beim Namen zu nennen, sonst wird das Problem auch nicht gelöst. Schauen wir uns einen Artikel an vom 1. Juni, da heißt es: Der Messerangreifer von Mannheim. Der Afghane hat den Islamkritiker Michael Stürzenberger bei einer Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa auf dem Mannheimer Marktplatz am Freitagvormittag mit einem Kampfmesser niedergestochen. Im Tumult verletzte der Amokläufer 5 weitere Menschen, wie es sich jetzt rausstellt, also nicht nur 3, wurde dann von einem Polizeibeamten niedergeschossen. Ein Schutzpolizist, der von dem Messermann hinterrücks in den Kopf gestochen wurde, kämpft um sein Leben. Suleiman A. ist laut LKA aktuell im Krankenhaus, nämlich Attentäter, und nicht vernehmungsfähig. Nun, an dieser Stelle wünschen wir natürlich Michael Stürzenberger gute und schnelle Genesung, eine schnelle Heilung, und er ist ja schon auf dem Weg der Besserung. Ihm geht es, kann man sagen, den Umständen entsprechend gut. Ich habe ja selbst auch schon mal Michael Stürzenberger live erlebt in Frankfurt. Er war auch schon bei mir zu Gast in einem Livestream. Ich kenne also Michael Stürzenberger und weiß, dass seine Islamkritik keine Hetze ist, sondern er zitiert den Koran. Wenn muss niemals so behaupten, Michael Stürzenberger hetzt gegen den Islam. Wenn er den Koran zitiert, dann ist ja der Koran das Eigentliche, was angeblich Hetze sein soll. Deswegen, Michael Stürzenberger, wie man jetzt auch wieder in Mannheim gesehen hat, hat mit seinen Aussagen absolut recht. Und da wünschen wir Michael Stürzenberger, wie gesagt, eine schnelle Genesung. Er ist auf jeden Fall nicht mehr lebensbedrohlich, irgendwie gefährdet. Der Polizist aber anscheinend immer noch kämpft mit dem Leben, wurde lebensbedrohlich verletzt und Attentäter vernehmungsunfähig. Und ja, da wünsche ich mir natürlich, dass auch Attentäter erntet, was er gesät hat, entweder lebenslang ins Gefängnis kommt. In Deutschland wissen wir, das wird eh nicht der Fall sein. Oder irgendwie abgeschoben wird in das Land, wo er herkommt, eben nach Afghanistan, weil da sind ja die Taliban an der Macht und da herrscht ja die Scharia. Da kann er ja von morgens bis abends die Scharia irgendwie anwenden. Aber in Deutschland hat dieser Mann nichts zu suchen. Deswegen bin ich nach wie vor für ein Abschiebeministerium, damit die ganzen Islamisten abgeschoben werden in die Länder, wo sie hergekommen sind, damit sie nicht mit den Muslimen, die friedlich sind, die sich gut integriert haben in Deutschland, in einen Topf geworfen werden, denn das wäre auch gegenüber den Muslimen in Deutschland unfair. Aber was auch fair wäre, ist, wenn wir uns mal Mohammed selbst anschauen. Wie ist Mohammed, das Vorbild aller Muslime, denn mit Kritikern umgegangen? Ein interessanter Artikel von Zeit.de vom 15. Januar 2015. Da heißt es: Mohammed ließ Lästerer töten. Darauf berufen sich bis heute viele Islamgelehrte. Reformer leben gefährlich. Wer sagt, der Anschlag von Paris auf Charlie Hebdo damals habe nichts mit dem Islam zu tun?
tut Muslimen kein Gefallen. Denn es gibt authentische Elemente des Islams, Hadith, Koran und so weiter, die Hass und Gewalt legitimieren. Bis jetzt sind wir dem Problem ausgewichen. Mal wurde die aggressive Politik des Westens für den islamistischen Terror verantwortlich gemacht, mal das soziale Elend oder die Diskriminierung junger Muslime, weil viele Muslime betrachten sich ja immer als Opfer. Immer sind sie die Opfer. Wir sehen ja, dass viele Täter dabei sind. Doch dies waren nur Brandpropheten und bis heute in fast allen islamischen Recht schon präsent. Die Beleidigung des Propheten sollte nämlich mit dem Tode laut Islam bestraft werden. Und genau dazu schauen wir uns einen weiteren Artikel an, nämlich vom 10. November 2020. Da heißt es: Am 4. September 624 ließ Mohammed den Dichter Kab ibn al-Ashraf, einen der Anführer des jüdischen Stammes Banu al-Nadir, hinrichten. Dieser war sein Widersacher und verfasste Schmähgedichte über ihn und seine neue Gemeinde. Der Prophet soll seinen Anhängern befohlen haben: Wer erlöst mich von Kab ibn al-Ashraf? Denn er hat Gott und seinen Propheten gekränkt. Mohammeds Getreue folgten seinem Ruf, töteten den Dichter, trugen seinen abgetrennten Kopf zu Mohammed und riefen dabei Allahu Akbar. Wenn also der IS damals im Irak, in Syrien und so weiter irgendwie die Menschen geköpft hat, darunter auch viele Christen natürlich, auf wen berufen sie sich dann, wenn nicht auf die Muslime, die das, der Gefolgschaft von Mohammed? Nun, wer sagt, der IS oder Boko Haram oder wie auch immer, die hatten alle nichts mit dem Islam zu tun, aber die ganzen Shisha-Muslime, die in Deutschland sind, in die Disco feiern, die hätten den Islam dann verstanden. Wird Zeit aufzuwachen aus ihrem geistigen Phantasialand, denn es sind alles Islamgelehrte und die verstehen was von ihrem Handwerk nicht. Die Shisha-Muslime in Deutschland, die haben ja sowieso teilweise den Koran niemals gelesen. Weiter heißt es in diesem Artikel: Bereits vor diesem Vorfall wurde im März 624 die jüdische Dichterin Asma bint Marwan auf Geheiß Mohammeds ermordet. Auch sie war eine Gegnerin des Propheten und schrieb Schmähgedichte gegen ihn und seine Anhänger. Der Greis Abu Afak, ein jüdischer Proselyt, erlitt das gleiche Schicksal wegen seiner Gedichte und seiner politischen Opposition, die dem Propheten ein Dorn im Auge waren. Solche Morde hatten ihren Zweck. Sie sollten Gegner einschüchtern und eine Atmosphäre der Furcht unter den Kritikern des Propheten schüren. Und natürlich ist auch dieser Anschlag auf Michael Stürzenberger in Mannheim etwas, was die Islamkritiker einschüchtern soll, denn natürlich überlegt man sich dann zweimal oder dreimal, ob man den Islam irgendwie kritisiert, weil man könnte ja das nächste Opfer sein. Nun, die eigentlichen Opfer sind die Attentäter selbst, denn sie sind laut Bibel jedenfalls dem falschen Propheten Mohammed auf den Leim gegangen. Und wir Christen, wir glauben ja nicht an den Koran, wir glauben an die Bibel und wir überprüfen alles und jeden anhand der Bibel. Und anhand der Bibel ist Mohammed natürlich ein falscher Prophet. Im Koran heißt es, Mohammed sagt, dass Christen, die glauben, Jesus sei der Sohn Gottes, Allahs Fluch erleiden müssen und sie ungläubig sind. Sure 9, Vers 30, Koran, kann jeder ja nachschauen. Also jeder Christ, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist laut Koran ein Ungläubiger. Und im Koran heißt es, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Im Koran heißt es auch, nehmt euch nicht die Juden und Christen zu Freunden. Wie soll man sich integrieren als radikaler Moslem, wenn man sich ja nicht mit Juden und Christen befreunden darf? Weil es ja Feinde sind, laut Koran, für Allah, der uns Christen ja verflucht. Schauen wir uns mal genau das Gegenteil von Mohammed an, nämlich Jesus Christus und was Jesus sagte, was man mit Menschen tun soll, die einen beleidigen. Hat er gesagt, bringt mir ihren Kopf, richtet sie hin. Matthäus 5, Abvers 44. Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Diejenigen, die uns beleidigen, für die sollen wir bitten und beten. Diejenigen, die uns verfluchen und hassen, ebenfalls. Wir sollen sie segnen, wir sollen unsere Feinde lieben. Eine Feindesliebe gibt es im Koran leider nicht, da ist nur die Liebe groß zwischen Muslimen selbst, aber nicht für diejenigen, die Christen sind oder Juden sind natürlich,
Das kann man im Koran schnell lesen und finden. Jesus sagte außerdem, genau das hat Jesus auch prophezeit, was jetzt unter anderem in Mannheim geschah. Johannes 16, Vers 2. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Komischerweise, die ganzen Terroristen, die da irgendwie Anschläge verüben, die glauben ja, sie tun Allah einen Dienst erweisen, wenn sie andere Menschen töten. Sie glauben, sie bekommen 72 Jungfrauen, wenn sie sich und andere unschuldige Menschen in die Luft sprengen. Tja, das wird ein böses Erwachen sein, wenn Gott, der wahre Gott der Bibel, sie richten wird. Ob sie 72 Jungfrauen bekommen, das glaube ich weniger nicht, denn das Paradies ist ja kein Bordell, sondern das Reich Gottes. Und es ist schon Gotteslästerung zu meinen, dass man 72 Jungfrauen bekommen würde. Das ist nicht das Wort Gottes, da steckt der Widersacher dahinter. Und ich bete für jeden einzelnen Moslem, dass er den Islam verlässt, zum wahren Gott kommt, zum wahren biblischen Jesus Christus. Jesus war kein Moslem, kein Palästinenser, er war auch nicht nur ein Prophet, er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Herr der Herren, der König der Könige und vor allem der Messias und der Sohn Gottes. Und in der Bibel heißt es im Johannesbrief, der Antichrist leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Genau das tun auch Muslime. Wird Zeit umzukehren, nachzudenken und in der Tat zu konvertieren zu unserem Herrn Jesus Christus. In diesem Sinne weiterhin gute Besserung an die Opfer dieses Anschlages und wenn ihr möchtet, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt bitte das Video, damit die Menschen sehen, wie Mohammed selbst mit Kritikern umgegangen ist. Unterstützt auch gerne den Kanal und meine Arbeit, wenn ihr möchtet. Und zu Risiken und Nebenwirkungen, lasst euch nicht den Mund verbieten. Lest die Bibel, fragt Gott um Erkenntnis. Denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, ob die Menschen das hören wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Der König Israels, der Richter der Welt, der Sohn Gottes, unsere einzige Hoffnung auf ewiges Leben, Jesus Christus. Amen. Möge der Gott der Bibel euch segnen.